Hallo zusammen, die letzte Aufnahme von Subnautica schon ein bisschen her. Beim letzten Mal haben wir es tatsächlich geschafft, endlich mal eine Basis zu bauen, sprich drei Mehrzweckräume. Wir haben schon unseren Scannerraum, da habe ich manchmal beim letzten Mal schon was zugesagt, dass wir uns jetzt endlich mal Sachen suchen können. Wir haben noch einen Lernraum, hier würde ich gerne ein Überlebensbecken reinbauen. Ich glaube, die Dinger heißen so, ne? Bam, haben wir noch gar nicht, okay. Also mal eine Fischzucht drin. Treiben kann. Hier haben wir ja unser Aquarium. Für unseren Notfall quasi, falls wir Wasser brauchen. Und für den Bioreaktor halt auch natürlich, falls der mal leer gehen sollte. Aber hier sind noch zwei drin, alles gut. Sauerstoff wird produziert. Und wir hätten noch einen Notruf. Ich würde sagen, wir machen mit Notruf weiter. Mal ganz kurz gucken. Ich glaube, sonst haben wir erstmal das Wichtige. Tauchdock würde ich gerne noch machen. Da müssen wir auf jeden Fall noch einen Teil von finden. Observatorium ist jetzt nicht so interessant, sage ich mal. Muss nicht sein. Energie haben wir noch genug. Außenbeetkästen können wir noch machen. Hier, die sind übrigens auch wichtig. Man kann zwischen den einzelnen Modulen diese Shots setzen, also diese Türen. Die erhöhen die Integrität. Da hatte ich ja schon mal von gesprochen, dass je tiefer man baut, desto mehr man anbaut, desto. Alles klar. Desto niedriger wird die Hüllenintegrität. Das heißt, irgendwann geht die Basis kaputt oder wird zerdrückt vom Druck im Wasser. Und damit kann man die erhöhen oder man schafft es auch, indem man mehr von diesen. Ach, wie heißen sie nochmal? Von diesen Platten baut hier, von diesen, wo die Basis draufsteht. Fundament. Ja, Fundament. Wie heißen sie nochmal? Also Fundament, da bekommt man auch Hüllenintegrität zu. Jetzt mal ganz kurz überlegen, wo hat man die Schleuse? Hier hat man die Schleuse. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch den Notruf entgegen und dann gucken wir uns noch ein bisschen um. Meistens finden wir ja auch in der Nähe der Kapseln von den Notrufen noch ein paar Teile. Neun neue biologische Zielobjekte bestimmt. Modus Jagen analysieren. Austausch von Objektpositionen mit anderen Agenten. Okay. Falls ihr euch noch daran erinnern könnt in der letzten Folge, oder ihr könnt euch daran erinnern, wahrscheinlich die letzte Folge ist bei euch noch nicht so lange her. Da waren wir auf der zweiten Insel gewesen und haben uns die Basis der Außerirdischen angeguckt, sprich mit dieser riesen Kanone, dieses Abfangteil, damit nichts auf dem Planeten landen kann und nichts von dem Planeten wirklich runterkommt, weil hier ein Virus oder ein Bakterium war das, ich glaube ein Virus, ausgebrochen ist und der soll halt den Planeten nicht verlassen. Wir sind sozusagen infiziert. Ich muss das trinken. So, nehmen wir den direkt wieder mit. Machen schnell was zu trinken. Nein, dein, was zu trinken. Oben ist gleich neue Blasenfische und alles wird gut. So. Essen haben wir genug. Ich will Gravitationsfall überhaupt noch aussetzen. Den nehmen wir mit, also Kreislauftauchgerät, damit wir tiefer tauchen können. Auf jeden Fall nehmen wir das mit. Aber wenn ich mal überlegen, Reparaturwerkzeug. Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Reparaturwerkzeug. Na komm, wir nehmen es mal mit. Scanner auf jeden Fall. Konstruktionswerkzeug können wir aber hier lassen. Weil das werden wir wohl unterwegs nicht brauchen. Gehe ich mal stark von aus. Nein, ich will es nicht benennen. Komm her. So. Konstruktionswerkzeug setzen wir hin. Haben wir einen Platz oder einen Inventarplatz mehr. Taschenlampe nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein Reparaturwerkzeug brauchen wir mit, bevor wir uns nachher ärgern. Oder ich mich. Batterieladegerät wäre auch noch richtig cool. Okay, also notruftechnisch haben wir jetzt keine neue Location dazu bekommen. Macht aber nichts. Ach, wir haben schon Beetkasten sogar gebaut. Guck an. Hat man schon angepflanzt? Nee, hat man nicht. Leer. Mann, Mann, Mann. Ha, ist schon leider wieder 3, 4 Wochen her vom letzten Mal aufnehmen. Ja, ich weiß. Da kamen ja quasi noch die Herbstferien dazwischen, wo wir ja auch unterwegs waren. Jo. Manchmal wird man gern mehr und öfter, aber geht leider nicht. Family und Kinder gehen halt auch vor, muss man dazu sagen. Aber wir sind ja jetzt wieder am Start. So, ich suche einen oder mehrere Blasenfische.
Da ist ein Blasenfisch. Ja, ich drücke mal E. Ich bin jetzt von anderen Spielen gewohnt, mit E alles zu machen. Jetzt muss ich mich erstmal wieder umgewöhnen hier in dem Spiel. So, wir holen uns mal kurz Sauerstoff. Was ist jetzt los? Jetzt hänge ich hier fest, oder was? Ich glaube, meine Maus spackt wieder rum. Moment. Passt. Das ist irgendwie. Ich habe mir schon extra eine neue bestellt gehabt vor einem halben Jahr, weil diese Maus ab und zu einfach hängen bleibt. Ich weiß auch nicht, wie ich das anders erklären soll. Ja, aber irgendwie gibt es auch nie ganz auf. Mal kurz zärtlich auf den Tisch gehauen mit dem Mäuschen und dann passt er wieder. Fall. Oh. Okay, da hat man wieder einen gehabt. Einen Höhlenschwefelfischen. Oder wie die Viecher auch immer heißen. Also, falls ihr Ideen habt oder irgendwas Spezielles gebaut haben wollt, schreibt es ruhig in die Kommentare rein. Ich werde es versuchen umzusetzen. Oder falls ihr nochmal eine der Inseln sehen wollt oder irgendwas anderes, schlagt es einfach vor. Die Folge hier dürfte jetzt auch relativ rasch die Tage online gehen. Jo. Ich brauche noch mehr Blasenfische, das ist ein bisschen blöd. Mit einem machen wir nicht viel, wa? Ich weiß gar nicht, hatten wir. Wo ist eigentlich unsere Seemotte? Wo ist das Möttchen? Bin ich blind? Ich bin bestimmt blind, ne? Wo haben wir das Teil geparkt? Da. Wieso haben wir die so weit hin? Ach so, ja. Bei der alten Basis oder bei dem Rettungsmodul. Okay, hatten wir noch kein Frachtmodul, ne? Weil wir ein Tauchdock brauchen, wie war das, um die Module überhaupt bauen zu können. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. So, gucken wir mal. Erlebt zwar, oder wir befinden uns zwar die ganze Zeit im Wasser, erleben Wasser nicht, und auch dennoch hat er Durst ohne Ende. Vital signs stabilizing. Also so schnell werden wir scheinbar nicht zum Fisch mutieren. Schade, okay, hier ist nichts drin. Ja, Metallschrott nehmen wir mit, den können wir auch in der Base parken. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier stundenlang rumeiern und machen tun, ich würde nur gern zwei, drei Blasenfische noch haben, damit unser Verlangen nach was Flüssigem gestillt ist. Und dann gehen wir auf Erkundungstour, würde ich doch glatt behaupten. Vielleicht kommt sogar bis dann noch ein Notruf rein. Weil ich würde gern die Batterieladestation bauen. Und ich fände es auch ziemlich cool, wenn wir das Tauchdock bauen können. Das wäre auch noch sehr cool. Jetzt ab das Teil, so. Gib ihm. Ja, leider keine Blasenfische, aber kann ich alles haben, aber wir haben. Oh, was haben wir hier? Sandsteinbrocken. Kalkstein. Und Kreatureneier, das lassen wir erstmal, wo es ist. Kreatureneier können wir später auch in den Überlebensbecken dann freisetzen. Oder reinlegen. Oh, Blasenfisch. Reinlegen und die sozusagen zum Ausschlüpfen dort bringen. Oder ausschlüpfen lassen. Hab ich persönlich noch nicht gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das Spiel eigentlich genau vor knapp einem Jahr angefangen zu spielen. Das war so Dezember 2017 muss das gewesen sein, so um den Dreh. Und da habe ich das, ach Gott, ich weiß gar nicht, wie lange gesuchtet. Auch auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole, ich mag das Spiel einfach tierisch gern. Mich würde es auch echt mal in VR interessieren. Ich habe jetzt tatsächlich Black Friday, bei Amazon gesehen, dass die Oculus im Angebot war für 300 Schlag mit Stot, irgendwas um den Dreh. Aber nee, das war mir einfach noch zu teuer. Besonders, ich hatte die Oculus halt mal im Saturn aufgehabt. Und wir haben ja die PlayStation VR und ich fand jetzt nicht, also bitte steinig mich nicht, aber ich fand jetzt nicht, dass die Oculus so viel besser von der Grafik war.
als die PlayStation VR. Mag sein, dass die mehr FPS, mehr Frames macht per Second. Keine Frage. Ja, ist ja gut. Aber grafiktechnisch oder fliegengittertechnisch sehe ich da keinen riesigen Unterschied, dass ich sagen würde, boah, die muss ich jetzt auch noch kaufen. Also da hoffe ich, dass die Technik doch irgendwann mal viel weiter ist, dass man zumindest diese Pixel nicht mehr sieht, diesen Fliegengitter-Effekt nicht mehr so doll hat. Was ist denn da? Was ist denn das da hinten? Das ist doch bestimmt irgendwas von diesem Seetang, was rausragt, ne? Oh, wir sind noch jetzt fast schon an der Aurora. Ich würde sagen. Ah, ist ja wieder. Die Flüssigkeit ist wieder sehr gering. Ah, ich würde gerne erkunden gehen, aber ich traue mich nicht, weil wir können halt die Blasenfische unterwegs natürlich nicht zu Wasser umwandeln. Wäre auch zu einfach. Oh, hier haben wir noch was zum Scannen. Ah, komm, ist egal. Oh, 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 hier ist gut. Komm her. Hab dich nicht so, ich will dich doch nur streicheln. Komm her. Lass uns fangen spielen. Oh, hier geht's aber ab. Hier wäre der Gravitationsfall auch cool gewesen. Aber ich glaube, jetzt habe ich die ganzen Blasenfische hier schon wieder weggesammelt. Rote Ebene Höhle. Da wollten wir auch nochmal hin. Ja, ich erinnere mich also wieder. So, ich gehe zur Base. Dafür gehen gleich mit der Seemotte, ziehen wir los. Ich hätte gern Frachtmodul. Das würde das Leben um einiges noch einfacher machen. Oh, das war ein Blasenfisch. Aber Eile mit Weile. Kommt alles noch. Vielleicht können wir auch. Vielleicht kommt man irgendwie noch anders. Die Module bauen. Ich erinnere mich, dass ich das immer in dem Tauchdock gemacht habe. Könnte vielleicht mal ganz kurz. Nein, das will ich nicht. Ganz kurz mal schauen. Rein da. So. Mal ganz kurz nur. Tauchdock, drüt, haben wir hier. Abfalleimer, ja, brauchen wir nicht. Lebende Wand, alles schön, brauchen wir auch nicht. Hm. Batterieladestation können wir leider noch nicht. Nee. Nee. Hier hätten wir noch in Beetkasten, so einen Pflanztopf, aber wollen wir auch nicht. Grünen Daumen haben wir noch nicht, machen wir später. Ich werde auf jeden Fall. Ja, doch, das Eisen parken wir komplett hier so. Pass auf. Dann machen wir uns jetzt schnell die Fische. Nein. Zu Wasser, auf jeden Fall. Die Blasenfische bei dem Spiel immer zu Wasser machen. Später kann man. Aber wie hieß denn das? Waren das Salzwasseranlagen? So. Das war auf jeden Fall Anlagen, wo man aus Salzwasser Wasser und halt Salz gewinnen konnte, wo das quasi extrahiert hat voneinander. Dann sind die Blasenfische gar nicht mehr so wichtig. Dann sind die eigentlich nur schön fürs Aquarium. Also ich mag die zumindest. Aber am Anfang, wenn man diese Wasserfilteranlagen halt noch nicht hat, ist es immer ganz wichtig, dass man sich Wasser aus den Blasenfischen herstellt. Und aus allen anderen kann man sich ja auch gekochte Fische machen. Und begeht nicht den Fehler, den ich andauernd mache und haltet die Fische zu lange im Inventar, sondern futtert die direkt. Wasser hält sich logischerweise. Ja, ist ja gut. Erst du mal. Der trinkt sich aber auch einen ab hier, ne? So, ich würde sagen, zwei packen wir hier rein. Drei nehmen wir mit. Da haben wir auch zur Not noch auf der Basis was. Und dann geht doch mal los, wa? Ich würde sagen, wir gehen nochmal Richtung Aurora. Oh, jetzt ist er. War doch klar, oder? Das war doch klar, dass jetzt die Blasenfische kommen. Immer wenn man sie nicht braucht, sind sie da. So. Könnte noch Richtung Höhle gehen. Ich gehe diesmal Richtung Aurora. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas Spezielles sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich bin um alles froh, auch über Kritik. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge sonst was habt, schreibt es in die Kommentare. Habe ich übrigens schon gesagt, dass ihr was in die Kommentare schreiben könnt? Na Quatsch. Oh, das sah jetzt strange aus hier. Oh. Guck an. Was bist du? Das sind die Viecher hier. Ich bin Jesus. Nenn mich Gott. Ich bin der Heiland. Ich bin gekommen, um eure Krankheiten zu heilen. So. Vielleicht sind wir aber auch die Krankheit. Man weiß es nicht so genau.
Die explodierten. Ich glaube, die war nicht so gut, nein. Aber die können wir mal kurz scannen, die Schweber. Einheimische Lebensform, Schweber, ja. Schön. Hab ich euch beim letzten Mal eigentlich schon gezeigt, wo die Basis ist, oder habe ich da nur von gequatscht? Ich glaube, ich habe da nur von gequatscht, oder? Also was ich auf jeden Fall machen möchte, was ich auch bei mir in der Singleplayer-Welt gemacht habe, wir werden noch eine Basis bauen, an einem relativ großen Abgrund. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht habe ich den doch gezeigt gehabt. Da unten ist ziemlich geil, also werden wir zwei Basen sogar bauen. Weil da kommen unten spezielle Sachen, wie, was war das, Schwefel? Kristalliner Schwefel, irgendwie sowas, ich weiß es gar nicht mehr. Die kommt man unten in der Höhle farmen. Oder war noch irgendwas, was man so nicht bekommen hat. Da können wir auch den Krebsanzug später, wenn wir da mal so weit sind, bauen. So, aber ich wollte, also da müssten wir so in die Richtung. Ach komm, wenn wir schon mal dabei sind, wir schwimmen einfach mal so in die Richtung, ne? Hier, war das hier? Hier war doch auch irgendwo eine Höhle, oder? Bin ich jetzt verkehrt? Ich muss aufpassen, dass wir... Patsch, Entschuldigung. Immer diese Fliegenfische hier. Flatsch. Nein. Also jeder Mopedfahrer weiß, was ich meine. jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, genau, wir sollten nicht zu weit rausschwimmen. Das hat man schon beim letzten Mal, dann kommt der Leviathan oder ich weiß gar nicht, was es sonst für ein Vieh noch war. Guck mal, hier haben wir eine rote Ebene. Ach, hier. Ach, guck mal, der schwimmt durch ein Fels. Houdini. Naja, egal. Ja, hier ist aber nichts Besonderes. Ja, komm, chill mal. Chill. Bam! Entschuldigung. Ah, hab ich ein Reparaturwerkzeug mitgenommen? Ja, habe ich mitgenommen, ne? Doch, doch. Also. Hier waren wir auch noch nicht, glaube ich. Also, sobald man mit der Seemaut unterwegs ist, ist es auch nie verkehrt, wenn man ein Reparaturwerkzeug dabei hat. Besonders, wenn Mo schwimmt oder fährt. So. Jawohl, sehr gut. Das war nicht gut. Ich möchte reparieren. Nein, nein! Ach Mensch. Da darf ich stoppen. Kann ich nur um Stunden haben, ne? Reparieren. Den Seemot einsteigen. Reparieren. Nein. Pass auf. Jetzt. Okay, mein Fehler, rechte Maustaste, nicht linke Maustaste. Alles gut, das war nicht das Spiel schuld. Das ist halt, ich spiele einfach zu viele Spiele zwischendurch noch. Ich habe jetzt vor kurzem mal ganz kurz in Seven Days to Die reingeguckt. Da hat es ja den Alpha-Patch 17 gegeben. Vielleicht kriegen wir, oder kriege ich viel näher dazu. Dann machen wir das auch noch. Ich mag ja Survival Games. Wir müssen nur die Fiene davon überzeugen. So, wir gucken mal, ob wir hier reinkommen, wa? Ich meine, hier waren wir noch nicht. Hier wo? Ja, ja, komm. Chill mal, chill. Aufschneiden, ja. Das, was haben wir noch nicht? Natürlich den... Oh. Den, Schneidbrenner, Schweißbrenner. Hm. Nichts Tolles? Ah, doch. Ach, Scannerraum. Ach. Langweilig.